Visite, präsentiert von Emil Frey, eurem Autocenter Bern, mit Kia Motors. Und Helene Kirchhofer, Uhren und Schmuck ganz nach eurem Geschmack. Und von Ernie Bern, Ernie, unglaublich schön. Liebe Leute, wir sind soweit, wir sind in der Finalsendung hier in Telebären und zwar haben wir ein Jahr rum. Wir spielen jetzt um das Auto. Es haben sich 10 qualifiziert durch ein Los. Das sind die Leute, wo wir geklingelt haben oder wo die Hobbys waren. Und jetzt geht's los, jetzt geht's ums Auto. Spiel Nummer 1 beginnt gleich. Ich freue mich riesig, weil wir kommen jetzt zum ersten Spiel und das erste Spiel heißt Outfit Disaster. Das heißt, man hat einen riesen Kofferraum hier im Kia Ceed, man zieht 10 Teile an, muss ein bisschen schön lurken, so wie ich jetzt. Zeit wird gestoppt und dann sehen wir, wer gewonnen hat. Sollen wir das mal probieren? Gut, und der erste ist meine Angela. Angela und ich, Italien, Deutschland, Gott, nie. Geht nie, aber heute geht's. Aber heute geht's. Also, du reißt dich zusammen, du wirst von allen hunderten Zuschauern jetzt angefeuert, ich spüre das. 3, 2, 1, los geht's, Angela. So, also, auf geht's. Das passt, ist egal, halb rum oder falsch rum. Das geht ure schnell, ich habe ein gutes Gefühl. Hemden! Ist auch kalt draußen. Es ist kalt, es ist kalt. Ich halte die Mütze. Komm, auf geht's. So, 3, 2, 1. Das ist eine Jacke vom Bauer, sucht Frau. 10. Das spannt den Rücken. Das ist ein Hammer. Technik. Eine Wurftechnik. Ja, das kommt gut, das kommt gut. Was macht er denn jetzt noch? Übers Tüti noch nach Hause. 10! Hammer, das gibt Figur. Heute ist scheißegal, was wir anhaben. Nicht so wählerisch sein! Das sind die 6 Finalisten, die sich qualifiziert haben für Spiel Nummer 2. Und dieses Spiel heißt richtig oder auf Chinesisch Wong. In San Francisco ist es laut Gesetz verboten, mit dreckiger Unterwäsche ein Auto zu reinigen.
Richtig oder falsch? Und die Antwort ist richtig. In Indien ist es Vorschrift, beim Überholen immer zu hupen. Richtig oder falsch? Diese Antwort ist falsch. Richtig, bitte runternehmen. In Russland liegt die Promillegrenze für Alkohol bei 0,8. Richtig oder falsch? Diese Antwort ist falsch. In Italien dürfen Neulenker während der ersten 3 Jahre maximal 100 Kilometer pro Stunde fahren. Richtig oder falsch? Und die Antwort ist richtig. Wer in Brasilien nachts rote Ampeln überfährt, kriegt von der Polizei keinen Ärger. Richtig oder falsch? Und diese Antwort ist richtig, wegen den Überfällen. Die Spannung ist nicht mehr zum Aushalten. Jetzt haben wir wirklich drü im Halbfinale und jetzt fliegt noch einer raus und zwar mit einer Schätzfrage. Und die stelle ich euch an euch drei jetzt. Und zwar, wie viele Stunden stand man 2012 auf den Schweizer Nationalstraßen im Stau? Zeit läuft, ihr könnt einfach eine Zahl aufstehen. Wie viele Stunden stand man 2012 auf den Schweizer Nationalstraßen im Stau? Ich habe das Gefühl, immer. Und zwar kommen hier zwei weiter. Wir haben einmal 1.500.000 Stunden, wir haben einmal 7.500 Stunden und 47.000. Und die beiden Damen sind weiter, weil die richtige Antwort ist 19.921 Stunden. Spiel drü! Finale. Wir haben einmal die Natalie und wir haben einmal die Daniela. Die spielen jetzt um das tolle Auto, den Kia Ceed. Und ich sage euch eins, wir haben ein tolles Spiel, das heißt feinste Schlüssel. Und zwar haben wir hier viele, viele Schlüssel drin. Sie nehmen meinen Schlüssel raus, drücken drauf, wenn das Auto angeht, also vielmehr das Licht, nicht das Auto, dann macht's Feuerwerk und dann haben wir gewonnen. Seid ihr beide parat? Wir wünschen euch viel Erfolg. Applaus für euch beide. So, jetzt geht's los. Fängst du an. Ein Schlüssel, draufdrücken, nichts, wieder rein. So, du bist dran. So, ja, wir müssen nicht durchklatschen. So, schauen wir mal. So, nichts, nächste. So, drücken, nichts, nächste. So, nichts, nächste. Und jetzt lassen wir die Schlüssel da nach draußen, okay? So. Drücken. Nächste. Nächste. Ein Kia Ceed im Wert von 27.000 Franken. Autocenter Emil Frey in Bern. Yeah! Das ist klar. Alles Liebe. Alles Liebe! Und nun, liebe Zuschauer, bei 3 das neue Auto hier von Emil Frey Auto Center Bern. Ein Kia GT 204 PS! Macht die Türen auf! Hammer! Hammerauto! Du darfst nicht mitfahren. Nein! Visite, präsentiert von Emil Frey, eurem Autocenter Bern, mit Kia Motors. Und Helen Kirchhofer, Uhren und Schmuck ganz nach eurem Geschmack. Und von Ernie Bern, Ernie, unglaublich schön.